Achse ist ebenfalls ein offener Mercedes, aber hier ein großer, wunderschöner, großer Viersitziger. Was ist es? Ein 280er? Ein 280 SE, also ein Sechszylinder mit 160 PS, glaube ich, hat er, nicht? 160 PS, aber hier in einer sehr eleganten, wunderschönen Ausführung. Die heißt der Farbton. Ist er nicht. Okay, aber ein seltener Farbton. Seltener Farbton mit einer passenden dazu Lederausstattung, sehr elegant. Nach wie vor eine Karosserielinie, die immer noch heute auch zu einem Hinweis zu sagen, diese Karosserielinie hat einfach Stil, hat Eleganz, tolles Auto. Also, schönen Dank, weiter geht's. Der nächste auch ein berühmter VW, aber jetzt nicht nur, aber ganz original, wie Sie sehen, den kleinen Leuchten, aber er heißt nicht nur ein VW Käfer, sondern er hat auch eine spezielle Ausstattung. Das ist ein VW mit Okraser. Okraser war damals der Anbieter für besondere Technik. Er hatte nicht nur einfach einen Auspuff dran gemacht, eine Vergasanlage. Ansonsten ein sehr originaler VW in der originalen, dieser hellblauen Metallic-Lackierung. Innen auch sehr original, wunderschönes Auto. Selten heute, weil eben die wenigsten sind so original wie dieser hier. Also, und Mädels, zwei Mädels fahren das Auto. Ja, ist ja toll. Damenteam, prima. Ja, Applaus für das Damenteam in dem VW Käfer mit Okraser. Ja, ein großer, wunderschöner Jaguar, ein Jaguar, den man so selten eigentlich gesehen bekommt. Ein Mark, ist es ein Mark 7, ja, oder? Ein Mark 7, sehr, sehr seltenes Auto, wunderschöne Karosserielinie, aber wirklich typisch englisch. Er hat einfach eine englische Form, eine englische Linie, eine englische Silhouette. Er hat aber einfach Stil und er hat Charakter, aber da haben Sie wirklich ein wunderschönes Auto. Haben Sie schon lange? 15 Jahre schon, 15 Jahre. Sehen Sie mal, was das für ein elegantes Auto war von Jaguar. Sehr selten heute, Mark 7. Tolles Auto in einer wirklich makellosen Ausstattung. Wunderschön zu sehen. Also, schönen Dank, dass Sie uns den Wagen vorführen. Auch innen drin, wie man sehen kann, sehr elegant in Wurzelnussholz. Toll, tolles Auto. Ja, da kommt der Klaus Budde. Klaus Budde, der den Wagen auch schon seit Ewigkeiten hat und auch mitfährt. Dort bei der Rallye auch gefahren. Wie gefahren wird er? Michael Poth. Ja, richtig. Michael Poth. Stimmt. Kam auf den Namen nicht. Sorry. Also den Klaus kenne ich ganz gut. Der Michael Poth kenne ich jetzt auch. Hoffentlich behalte ich jetzt den Namen. Also ein berühmter Austin Healey 3 Liter. Der große Austin mit einer tollen Ausstattung, mit einer wunderschönen Lackierung, zweifarbigen Lackierung. Guck mal, mit euch kommt die Sonne wieder. Mit euch kommt die Sonne. Euch kann man gebrauchen. Also, prima. Dankeschön. Ja. Ja, da ist er wiederum. Ein Jaguar E-Typ, aber jetzt nicht nur die einfache Sechszylinder-Version, sondern das, was man als Ultima Ratio sagen könnte, der berühmte Jaguar E-Typ V12, 12 Zylinder, Riesenpower in dem Auto, Fahrspaß ohne Ende, hier aber also eine sehr, sehr elegante, sehr tolle Ausstattung mit diesen vielen Chrom-Applikationen, also einfach ein Auto, das man sich verlieben könnte mit einem großen Holzlenkrad. Von welchem Baujahr ist er? 71, also einer aus der letzten Zeit von den E-Typen mit 12 Zylinder, aber wirklich totschick mit der originalen British Racing Green Ausstattung. Sehr schön, toll. Herzlichen Dank, weiter geht's, bis zum nächsten. Ja, hier wiederum ein Porsche, jetzt aber in der B-Version, wie ich sehe, also aber etwas modifiziert, glaube ich. Er hat ein bisschen mehr Power, hat auch andere, hat er eine Spurerweiterung, eine Spur, etwas, ja, also ist. Man fährt das Auto einfach nicht gerne in der Serienausführung, man macht ein bisschen dran. Hier also auch sehr original in dieser grauen Lackierung, tolles Auto und in 1,6 Liter und 90 PS oder ein bisschen mehr? Bisschen mehr. Man macht einfach ein bisschen mehr daraus. Ja, wunderschön, schönen Dank für den tollen Porsche 356 Super 90. Zu dem Wetter. Ja, da ist er. Der berühmte Porsche aus der Wenden.
aus der Mendenfamilie. Das Auto, das wir auch schon mehrfach gesehen haben, hier in absoluter Sportausführung, der 911 S, aber in Renntrim, wie Sie sehen, mit anderer Tankausstattung vorne, also nicht nur einfach ein Tank irgendwo auf der Seite, sondern zum Schnellbetanken. Dann hat er auch eine andere Scheibe hinten, beispielsweise für die Beleuchtung, für die Belüftung. Ein echter Porsche in Renntrim, tolles Auto von der Familie Menden, auch hier für eine Familie, die in Essen Motorsport geschrieben hat und Motorsport immer noch schreibt. Toll, schönen Dank, alles Gute. Der nächste ist dann auch ein ganz, ganz seltener, MV Magnet. Wunderschönes Auto, eine tolle Karosserielinie. Jetzt muss ich mal fragen, ist das der Karosserielinie, ist das von den Engländern gemacht worden oder von den Italienern? Also, bitte? Also weil diese hätte ein Alpha sein können, das Auto, so elegant wie der ist, aber es ist wirklich eine so seltene, in Deutschland so seltene Ausführung. Startnummer 97, wer das Programmheft hat, kann ja mal nachlesen, ein MG, aber man meint, das wäre ein Auto aus italienischer Linienführung, weil er einfach so eine wunderschöne Karosserielinie hat, aber ansonsten doch englisch, Zweifelfelgen da drauf und natürlich von der Basis her ein britischer MG. Wie viel PS hat er? Wie viel? Acht. Also nicht so sehr viel, 68 PS, aber für die damalige Zeit aus den 50er Jahren eben normal. Aber trotzdem, schönes Auto, gefällt mir persönlich sehr gut. Haben sie auch sehr schön restauriert, toll. Also herzlichen Dank, dass wir uns den Wagen hier vorgeführt haben. Ich finde ihn so extrem selten. Mit Winkern noch, wie Sie sehen. Also keine Blinker, sondern Blinker und Winker. Prima. Also weiter geht's. Denn der nächste wiederum. Der Porsche 356C hier in der Gesellschaft. Licht aus. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they tell us, I'd be wrong with us. Honest. I know this lasts forever, yeah. I know no matter what, if all tears swirl out, if only night was day, if only tears swirl out, then we won't hear God say. No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach, what we believe is true. And I will give you a saving song, sailing from the storm. Our dream is paying you follow, no matter where they lead, no matter how they judge.
pleasure. I'll be everyone you need. No matter where the sun don't shine, where the sky's so blue, no matter what's the end is, I'll be girl with you. Love's forever, it's all that matters one.